Ja, hallo, guten Tag oder guten Abend. Ich weiß nicht genau, wann ihr den Podcast hört. Das ist ja immer möglich, das zu machen, wie man will. Das ist ja Sinn und Zweck von so einem Podcast. Ich begrüße euch da draußen recht herzlich zu einer sehr besonderen Folge für den Fotoclub Telefreisen und somit auch zu einer besonderen Folge des Podcastes. Heute geht es in einer relativ kurzen Folge wahrscheinlich um eine Veranstaltung, die demnächst stattfinden wird in St. Wendel. Der Fotoclub Telefreisen darf sich glücklich schätzen, in St. Wendel die Deutsche Meisterschaft der Fotografie des DVF auszurichten. Er darf dort die Hauptveranstaltung organisieren mit Preisübergabe, mit allem Möglichen, was dazugehört. Und genau darum geht es heute Abend, um diese Veranstaltung. Ich habe einen Gast eingeladen. Franz Rudolf Kloß ist heute Abend hier, der ehemalige, muss man ja sagen, erste Vorsitzende des Fotoclub, aber Gründungsmitglied. Hallo Franz Rudolf, dass du heute Abend hier bist. Hallo. Hallo, guten Abend. Franz Rudolf, der Fotoclub Telefreisen hatte schon mal die Möglichkeit, diese Deutsche Meisterschaft in St. Wendel damals auch auszurichten. Dieses Jahr sind wir jetzt wieder auserwählt, kann man das so sagen, um das Ganze ja darzustellen, um dem DVF ja auch zu vertreten vor seinen Mitgliedern und um diese Preise zu verleihen, diese Gesamtveranstaltung zu organisieren. Vielleicht von deiner Seite, der du ja auch im DVF relativ ja tief drinsteckst und gut organisiert bist, ist das für so, wie interessiert mich jetzt einfach mal so, wie geht der DVF davor, wenn er zum Beispiel so eine Veranstaltung vergibt? Ist reine interessenhalber Frage. In der Regel wird geprüft, ob dieser Verein, der die Ausrichtung übernimmt, auch fähig ist, diese Ausrichtung durchzuführen. Das wird schon vom Präsidium aus das Ganze, wie schon gesagt, geprüft. Und in der Regel haben wir gute Erfahrungen gemacht mit der Ausrichtung. Mit Freisen hatten wir ja vor 9 Jahren eine sehr gute Bundesveranstaltung, die ja über 6 Wochen auch mit Workshops und alles durchgeführt wurde, ist. Ich bekomme heute noch viele gute Nachrichten wieder zurück, dass diese Veranstaltung sehr gut war in St. Wendel. Und wir sind ja auch wieder jetzt bemüht, mit St. Wendel wieder ein Highlight zu gestalten nach Corona, hoffentlich nach Corona, wo wieder mehr Zusammenkunft von den Mitgliedern ist. Und ich habe momentan die ersten Mails schon bekommen, dass etliche Mitglieder aus ganz Deutschland hier anreisen, die auch gleichzeitig nicht nur zur Preisverleihung kommen, sondern auch das schöne Saarland dann genieße und vielleicht 8 Tage sogar, was ich jetzt schon weiß, Urlaub verbringe oder sogar noch mehr. Genau, da sind wir schon beim ja, wie soll ich sagen, Hauptaufhänger der Veranstaltung an sich, die wir jetzt durchführen. Also der Zeitraum der Gesamtveranstaltung ist vom 23.09. bis 2.10. Ihr seht also, es ist nicht nur eine Hauptveranstaltung an einem Abend, sozusagen eine große Abendgala, sondern es sind noch viele andere Veranstaltungen, Workshops etc. geplant im Kontext der gesamten Organisation. Jetzt mal gerade so zu diesem ersten Tag, der Freitag, freitagsabends beginnt sozusagen der offizielle Teil der Preisverleihung oder der Gesamtveranstaltung mit einem Abendempfang und auch freitags mit einer AV-Show, mit einer Multivisionsshow auf dem Schlossplatz, was so jeder, der aus dem Saarland ist oder aus dem Kreis St. Wendel ist, kennt den Schlossplatz in St. Wendel. Das ist so der schönste, der repräsentativste Platz hier in der Stadt. Wie wird dieser Abend oder diese Auftaktveranstaltung ablaufen? Was ist da so ungefähr erfahrungsgemäß und was ist geplant? Also es beginnt schon früher, die Veranstaltung selbst, das Präsidium reist schon überwiegend am Donnerstag an, weil am Freitag ist praktisch Präsidiumssitzung, das heißt also tagsüber ist das Präsidium schon am Tage, auch mit den GV, das heißt diese Landesvorsitzenden sind ebenfalls anwesend und dann beginnt abends mit dem Portfolio-Prämierung in Mia Münsterhaus, also Stadtmuseum St. Wendel, die erste Preisverleihung, danach geht es praktisch zum Schlossplatz rüber, wo dann diese AV-Show stattfindet. Und dann geht es schon praktisch zum nächsten Tag über. Am Samstag, geht es los mit 10 Uhr, ist der Bundesverbandstag, den wir ausrichten. Danach ist um 14 Uhr die offizielle Preisverleihung der Preisträger. Und dann
der Abschluss, der krönende Abschluss ist dann der von uns geplant mit Showprogramm und gemeinsames Essen und Trinken, ist dann dieser Galaabend hier im Saalbau, wo wir hoffentlich, wie es letztes Jahr, ein paar hundert Gäste können begrüßen. Also der Haupttag der Veranstaltung ist also der Samstag, wenn man das so... Das ist richtig. Freitags ist schon der erste Auftakt mit der ersten Preisverleihung ja dann auch schon. Ja. Und samstags geht es dann los mit dem Verbandstag, der sich dann so praktisch durch den ganzen Samstag zieht, das Programm sich dann durch bis zu der Gala-Veranstaltung abends. Diese Gala-Veranstaltung weiß ich schon noch von damals, sage ich jetzt mal, dass das eine ganz besondere Veranstaltung ist, auch in diesem Saalbau. Der ist dann auch dementsprechend halt hergerichtet und bestuhlt. Soweit ich weiß, dieses Jahr ist er auch moderiert, also es ist auch ein bisschen Rahmenprogramm noch dazu. Kannst du da vielleicht noch was sagen? Das Rahmenprogramm war ja schon vor 9 Jahren, dass es ein Rahmenprogramm gibt. Es gibt auch dieses Jahr wieder ein Rahmenprogramm. Ich will gar nicht so viel erzähle darüber, okay. Lass mal überraschen. Es ist wieder was Tolles zusammengestellt worden von dem Vorstand. Das muss ich wirklich lobend. Und auch der Catering, der das Essen liefert und alles ist also so, wie ich das jetzt mitbekommen habe, hervorragend organisiert. Also es gilt hier auch dazu, wenn ich kurz noch störe, es gilt hierzu, dass die Leute sich ab 1.7. kennen zu dem Galaabend, wie auch die anderen Veranstaltungen anmelden. Das wollte ich jetzt gerade sagen, also an alle, die da draußen jetzt zuhören, zusehen, meldet euch an. Es wird mit Sicherheit eine sehr, sehr kurzweilige und eine runde Veranstaltung dieser Galaabend. Da sind wir uns alle sehr sicher. Und was Franz Rudolf schon angesprochen hatte, gerade im Rahmen oder im Kontext der Pandemie, die wir jetzt gerade hinter uns haben, da sind wir mal sehr, sehr optimistisch. Und sind auch optimistisch, dass wir endlich im Rahmen unseres Hobbys, im Rahmen der Fotografie mit Gleichgesinnten wieder zusammenkommen können zu so einer Veranstaltung. Das gemeinsame Interesse verbindet jeden, der dorthin kommt, und somit kann das nur wirklich eine runde Veranstaltung unter Gleichgesinnten werden. Das kann anders gar nicht funktionieren, da bin ich mir 100% sicher. Ich habe hier so einen kleinen Ablaufplan vor mir liegen, was noch zusätzlich an Veranstaltungen, sage ich jetzt mal, zu diesem Haupttag freitags geplant ist. Und da sehe ich zum Beispiel auch, dass verschiedene Ausstellungen, Fotoausstellungen geplant sind. Kannst du da vielleicht so uns einen kurzen Abriss geben, was ihr da oder was da der Fotoclub alles im Petto hat an Ausstellungen? Also wir werden als erstes, als Haupt ist das Stadtmuseum St. Wendel ist vorgesehen, wo wir zumindest mal die Medaille und die Urkunde in Großformat präsentiere. Zusätzlich, wie schon erwähnt, ist der Portfolio-Wettbewerb wird im Stadtmuseum präsentiert. Darüber hinaus wird eine Outdoor-Stellung durch die Stadt St. Wendel präsentiert. Mhm. Die überwiegende Teil ist Schlossplatz in der Mott, aber diese Orte, wo genau, steht noch nicht hundertprozentig fest. Das muss ja mit der Stadtverwaltung geklärt werden, wie der Rechte und wie der praktisch Infrastruktur, dass da alles ordnungsgemäß geht. Mhm. Und darüber hinaus ist dann auch noch ein Videoschirm zu sehen, wo wir diese ganze Bilder im Stadtmuseum St. Wendel, die alle Annahme zumindest auch noch zeigen. Das heißt, wir können ja von der Räumlichkeit her nicht 1400 Fotos zeigen, nee, sondern wir können nur ein kleiner Teil zeigen, auch im Outdoor-Bereich nur ein bestimmter Bereich. Und was darüber hinaus nicht kann öffentlich gezeigt wird, wird zumindest mal über die Videowand gezeigt. Okay, das heißt also, die Besucher, Besucherinnen, die vor Ort sind, haben außerhalb dieser Gala-Veranstaltung aber auch noch jede Menge Möglichkeiten, sich in der Stadt zu bewegen, beim Spaziergang sogar nochmal in die Fotografie mit einzutauchen. Sie können dann in das Museum, können diese Videowand betrachten. Jeder, der teilgenommen hat und der dann eine Annahme hat, wenn ich das richtig verstanden habe, findet sich dann auch irgendwann in diesem Video wieder. Das ist natürlich auch eine schöne Sache, wenn man vor Ort ist und man weiß, ich gehöre da jetzt auch wirklich physisch dazu, ne? Ich sehe mein eigenes Bild hier dann auch präsentiert. Wenn wir über diese Ausstellungen reden, wie lang sind die denn zu sehen? Vielleicht für den einen oder anderen noch interessant, der nicht nur zu dem Samstag anreist. Die Ausstellungen sind 6 Wochen lang zu sehen. Okay. Darüber hinaus ist auch noch eine Ausstellung am Bostadsee geplant. Ja. Die Sache ist in der Vorbereitung und wir hoffen, dass wir das rechtzeitig mit der Verwaltung geklärt bekommen. Dann geht es also um rechtliche Sache bzw. Befestigungsmaterialien. An uns hängt es nicht. Ich hoffe, dass das alles von
von seitens der Handwerker können, muss halt durchgeführt werden, ob die das können, ist halt jetzt eine Frage des Machbaren oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall geplant, dass am Bostalsee zusätzlich noch eine Outdoor-Ausstellung kommen soll. Okay, es sind ab morgen noch 3 Monate, also sind wir mal guter Dinge, dass das irgendwie klappt. Und ja, der Bostalsee, Franz Rudolf spricht den jetzt einfach mal so kurz an, für jeden, der nach St. Wendel kommt und vielleicht jetzt nicht aus dem Saarland ist und so noch eine Ausflug-Location oder was sucht, der Bostalsee ist eh interessant, da kann man sehr gut auch einen Ausflug hinmachen. Natürlich noch umso mehr und umso besser sollte dort diese Outdoor-Ausstellung, und wir sind mal optimistisch, dass die dort gezeigt wird, das ist ganz toll, dann kann man halt am See spazieren gehen oder Fahrrad fahren oder was auch immer und kann dann noch die Bilder betrachten. Es gibt dann parallel oder besser gesagt die Woche danach, nach dem Hauptwochenende, gibt es dann noch jede Menge Workshops, die angeboten werden. Kannst du da auch schon 1-2 Worte dazu sagen, was da läuft? Ich finde das fantastisch, was Telefreisen hier auf den Weg gebracht hat, weil das ist das, was auch viele Mitglieder interessiert. Wie auch schon vor 9 Jahren, da hatten wir 6 Wochenende praktisch diese Workshop. Dieses Jahr ist es geballt. Es ist in einer Woche, ist jeden Tag ein anderer Workshop, der angeboten wird, wo die Mitglieder können teilnehmen. Ich finde das wirklich so interessant, weil wo trifft man sich im Jahr über, wo kann man dann an Workshop so kompakt teilnehmen, das kriegt man ganz, ganz selten. Es gibt einige Events in Deutschland und gerade beim Deutschen Verband für Fotografie und als Ausrichter von der Deutschen Fotomeisterschaft, finde ich, ist das sehr wichtig, dass sowas dann auch angeboten wird. Genau. Überwiegend finden die Events in St. Wendel statt, aber auch einige in Freies. Sind diese Events, sprich Workshops, für die Teilnehmer dann kostenpflichtig? Die sind zum Teil kostenfrei und zum Teil kostenpflichtig. Okay, also da kann man sich aber dann im Vorfeld oder vor Ort informieren, welchen Workshop genau man dann belegt. Ich habe hier eine Liste, das ist also wirklich, wie Franz Rudolf sagt, schon ein strammes, ordentliches Programm, was da an Workshops angeboten wird, von Mitgliedern des Fotoclub Telefreisen dann auch durchgeführt. Hier sind halt der Yannick Scher und der Daniel Spohn hauptsächlich mit eingebunden. Und da gibt es halt wirklich über diese ganze Woche montags Naturfotografie, Eisvogelfotografie, dienstags ein Ganztagesworkshop, der sich sogar aus dem Landkreis St. Wendel wegbewegt, wo es dann Richtung Saarschleife und auch durch Saarland dann führt, ein Ganztagesworkshop. Dann geht es mittwochs zum Beispiel weiter in den Bliesgau, auch ein sehr, sehr schönes auch Urlaubsgebiet hier im Saarland, wo Daniel Spohn zu den Gottesanbeterinnen, Schmetterlingen etc. pp. Dort was machen wird. Und dann geht es schon Donnerstag, Freitag weiter mit Yannick Scher, Grundlagen Bildbearbeitung, Blitztechnik im Fotostudio. Ihr merkt also, wir sind in alle Richtungen unterwegs, Naturfotografen, Urlaubsfotografie, Technik, Blitze. Es ist alles irgendwo im Workshop-Programm mit drin und rundet so diese gesamte Veranstaltung in der Woche danach ja eigentlich ab. Was denke ich? Vielleicht, du kennst dich da besser aus oder du hast mehr Informationen, vielleicht auch für den einen oder anderen interessant ist, vielleicht noch eine Woche Urlaub oder so eine Verlängerung mit dran zu hängen. Wird das öfters genutzt? So? Ich habe es ja schon erwähnt, dass viele Freunde aus ganz Deutschland schon gebucht haben, mindestens 8 Tage, wo sie hier sind. Und auch einige, die auch haben schon das 2. Woche in sich zwar gemünzt, weil da am 1. nicht funktioniert, aber die Vorinformationen sind ja schon zum Teil durchgesickert mit diesen Workshop und wie du schon erwähnt hast, das sind ja interessante Workshop, die ja in dieser Form bei kaum einer DFM bisher angeboten wurde sind, außer jetzt wieder von uns, wo aktuell wirklich es geht um Fotografie, mit Fotografie, mit Ausstellungen, gemeinsames Treffen, einander kennenlernen und Austausch. Genau, das ist, glaube ich, gerade diese Verbindung, dieser Ort, die Fotografen, Fotografinnen nochmal zusammenzubringen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Teil dieser Gesamtveranstaltung. Eins will ich noch abschließend erwähnen. Sonntags am 2.10., das ist so der Abschlusstag der gesamten Veranstaltung, ist der Tag der Jugend.
auch nochmal mit Workshops von 10 bis 16 Uhr. Und hier merkt man auch nochmal, dass da gerade im Fotoclub Telefreisen gerade die Jugend auch sehr ja als wichtig angesehen wird, die Nachwuchsförderung. Und so wird natürlich im Rahmen dieses Workshop-Programms in der Woche auch gerade für Jugendliche nochmal extra was angeboten, wo dann ein oder zwei Mitglieder des Fotoclub dann extra für die Jugend, also wenn ihr dann ja interessierte Jugendliche aus eurem Verein habt, die dann hierher kommen, das können ja nochmal extra Angereiste sein für den Sonntag. Vorher einfach melden, sagen, wir haben da Interesse an diesem Tag der Jugend im Rahmen der Gesamtveranstaltung. Da gibt es mit Sicherheit Möglichkeiten, dass wir dann auch da auf euch zukommen. Und das ist uns, denke ich, im Club sehr wichtig, die Jugend da immer wieder mitzunehmen. Wir haben 50 Jahre Jugendarbeit geleistet. Deswegen haben wir ja auch jetzt, das war ja ein Grund auch, warum wir jetzt die Deutsche Meisterschaft wieder so in einer kurzen Zeit ja durchführe. Ich finde die Jugendarbeit ganz, ganz wichtig. Die Jugendarbeit kann nur vom Verband unterstützt werden. Die Jugendarbeit muss vor Ort durchgeführt werden. Ja. Das heißt, es müssen viele ehrenamtliche Mitglieder, müssen dies dem PAD anziehen, müssen ihre Freizeit opfern, müssen die Jugendliche heranführen. Das ist unser Vorteil, dass wir Jugendarbeit gemacht haben, dass wir sind wir heute der größte Club in Deutschland, dass wir sind wir auch vielleicht so erfolgreich, dass wir das immer wieder durchgeführt haben, immer wieder neue Jugendliche ausgebildet haben. Und die Kooperation mit der Schule, mit der Gemeinschaftsschule Freisen, die ist so fruchtbar und so gut, dass wir für die Zukunft an für sich gewappnet sind. Und ich kann an für sich nur jedem Verein wünsche, dass ich Jugendarbeit betreibe. Ich weiß, es kostet Geld, Jugendarbeit. Ich weiß, das kostet Zeit. Und es ist auch manchmal frustrierend. Da bildet man 10 Jugendliche aus und einer bleibt. Aber es ist halt so im Leben. Ohne Jugendarbeit sieht man heute bei vielen Vereinen, gibt es ja nicht mehr oder sind kurz vorm Aussterben. Dass von 10 nur ein, zwei dabei bleiben, ist kein Alleinstellungsmerkmal in der Fotografie. Nein, das ist, glaube ich, ganz allgemein so. Ja. Also das ist jetzt nichts, was nur in der Fotografie so ist. Das ist richtig, ja. Genau, und so möchte ich auch schon diese Folge heute an dieser Stelle beschließen. Wie gesagt, ist eine etwas kürzere Folge, die ja rein zur Information bezüglich der DFM gedacht ist. Wenn ihr noch Fragen habt in irgendeiner Art und Weise, in irgendeiner Richtung bezüglich der Veranstaltung, schreibt uns sehr gerne an. Wir schreiben die entsprechende E-Mail-Adresse unten in die Shownotes, beziehungsweise wir haben natürlich auch eine sehr, sehr gute, schaut euch die mal an, ich meiner Meinung nach eine der besten Homepages überhaupt, was Fotoclubs angeht. Schaut euch die Homepage an, die verlinken wir auch unten. Und was natürlich super ist, wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert das Ganze, kommt ab und zu mal vorbei, erzählt euren Kollegen, Freunden, Freundinnen, was weiß ich, jedem von diesem Podcast. Es kann nur für uns von Vorteil sein, wenn immer mehr Leute, immer mehr Fotografen, Fotografinnen sich den Podcast anschauen. Ihr könnt ihn jetzt seit neuestem auch nur auf Tonspuren miterleben, auf Spotify etc., auf ähnlichen Portalen. Dann könnt ihr das im Auto hören, braucht ihr nicht immer YouTube anmachen. Vielen Dank an dieser Stelle. Bis in 3, 4, 5 Wochen, wenn die nächste Folge kommt. Nochmal herzlichen Dank, Franz Rudolf, für deine Zeit heute. Und ich bin mir sicher, das wird eine Top-Veranstaltung. Dankeschön. Ebenfalls, danke.